Yoricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Willkommen zu dem Griechenland, das wir alle noch von damals kennen. Dem Griechenland vor der Schuldenkrise. Dem Griechenland, das unbeschwert ist, das einen Helden hat. Das, ja, weiß ich nicht, einfach schönes. Willkommen zu Disneys Hercules, wie es hier steht. Zu Deutsch Herkules. Ich könnte jetzt wieder so einen Witz bringen mit Hercules, also ihre Kulis. Aber den habe ich schon damals gebracht in meinem letzten Show zu diesem Spiel. Wir starten direkt, würde ich sagen. Na gut, sagt mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen oder was meint ihr? Oh, mag es ja nicht, Pluto, die Zukunft dürfen wir nicht offenbaren. Ach, na, In 18 Jahren, wie man sieht, stehen die Planeten in Reih und Glied. Schon wieder ein Gedicht. Viel Zeit zum Handeln bleibt da nicht mehr. Gib frei die Titanen, dein mächtiges Heer. Mhm, gut, gut. Dann wird der stolze Zeus endlich verlieren. Und du, Hades, wirst den Kosmos regieren. Ja, Hades hat es. Gib Acht, es geht erschreckend weiter. Wie bitte? Sollte Herkules kämpfen, wirst du scheitern. Ja, ja, ja. Ja. Schönes kleines Musikintermezzo. Zu Beginn dieses Let's Plays. Ich freue mich wie Bolle. Ich freue mich wie eine Herkulade, könnte ich sogar fast schon sagen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Wie üblich vorab ein paar kleine Informationen. Ich spiele dieses Spiel über einen PlayStation-Emulator aus technischen Gründen. Ja, ich habe das Spiel damals, als ich noch jung und knackig war, so wie Herkules hier in diesem Spiel, sehr gesuchtet. Habe es aber, glaube ich, nicht bis ganz zu Ende gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Ich war jung, hatte nicht so viel Zeit, musste auch irgendwie Geld beschaffen, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir hier im Trainingsparcours. Das da hinten ist kein laufender mutierter Resident Evil Hase. Nein, das ist Phil, heißt er, glaube ich, unser Mentor, der uns hilft, uns wieder auf den rechten, fitten Pfad zu führen, der komisch hin und her läuft. Ich meine, das tun wir auch, aber wir sind auch Herkules, wir dürfen das. Von Berufswegen quasi dürfen hin und her laufen. Das hier ist Hermes, noch einmal kurz zurückkehren. Das hier ist, glaube ich, die Butze von Phil. Und wir werden jetzt aufgepäppelt, haben hier gerade schon eine Prinzessin als Belohnung quasi von ihrem hängenden Leiden befreit, die immer sowas sagt wie, also so ein bisschen Udo Lindenberg inkarniert. So, wir haben hier verschiedene Buchstaben, da oben sehen wir auch einen, das H. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass ich nicht alle einsammeln können werde. Wollen werde, tue ich das wohl schon können, aber nicht können tun. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Was machst du da? Hol dein Schwert! Ich erzähle dir gerade und außerdem bringt mir das Schwert hier oben gerade gar nichts. Hier müssen wir, um da oben dran zu kommen, uns nicht nur ducken, was wir auch können, sondern auch nicht den Powerschlag mit Dreieck ausführen. 95, Kleiner. Konzentration. Ja, ich konzentriere mich sehr, Phil. Das hier ist Schlagen, Kreis. Das ist also Viereck ist Schlagen. Und das ist Springen. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. So, wie mache ich den Powersprung nach unten? Ah ja. Nicht übel, Kleiner. Nicht ganz verschmalt. Also springen und nach unten drücken. Wie üblich muss ich wieder ein klein wenig in die Steuerung reinkommen. Das gibt's doch nicht. Regel Nummer 96, zielen!
du gehst mir jetzt schon wieder auf meine göttlichen Nüsse. Nein, ich rede es nicht von Mars. Oder leck, es ist lecker. Hol dein Schwert! Kann ich noch höher? Ach, ich hätte einfach nur auf der Stelle hochspringen müssen. Das ist schön zu wissen. Die Udo Lindenberg-Puppe, die zweite. Ich glaube, ein Zuschauer hatte damals angemerkt, dass das nicht die Udo Lindenberg-Puppe ist, die das sagt, sondern Phil, der sagt, nicht übel. Aber für mich klingt das sehr nach ihr. Kann ich die jetzt schon holen? Na? Ich muss doch nicht die Puppe da abschlagen. Ich will doch nicht meine holde Maid. Also. Leute, wenn ich das später mache. Ich bin beeindruckt, dass ich das so hingekriegt habe. Wenn ich das später auch so mache und meine geretteten Leute da zusammenschlage, dann ist das nicht wirklich hilfreich. Das da hinten ist Pegasus. Unser wildes, blau-weißes Pony. Ja, eigentlich ist es ein Schimmel, ne? Egal. Er wird wissen, wie wir das meinen. Jedenfalls ist er auch ein Freund von uns. Und ich habe übrigens auch vor, beziehungsweise ich versuche es zumindest, dieses Spiel in einem Rutsch durchzuspielen. Wupp. Was, glaube ich, möglich ist, weil es nicht allzu lang ist. Du kamst zu spät runter. Ich liebe diese Musik. Ich liebe Herkules, ich liebe diese Disney-Filme. Ich liebe vor allem diesen Disney-Film. Ich habe auch erst sehr spät gemerkt übrigens, dass Herkules von Til Schweiger synchronisiert wird. Das habe ich damals nicht gemerkt. Als Kind. Gut, damit kann ich auch noch nicht... Damals kann ich auch noch nicht Til Schweiger. Ich will da rauf. Darf ich da nicht drauf springen? Doch. Dann musst du dich mal besser mit mir kommunizieren, lieber Phil. Jedenfalls ist es, soweit ich weiß, kein allzu langes Spiel. Und es ist auch wieder sehr spontan, dass ich das hier als Let's Play aufnehme. Eigentlich überhaupt nicht geplant gewesen bis vor 2 Stunden. Aber ich hatte gerade Bock und hoffe, ihr habt es auch. So. Timing. 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 Kein Timing. Wir müssen die jeweils 2-mal treffen. Ich muss ein bisschen vorhalten. Gefühlsmäßig. Ja. Ich treffe auch nicht dadurch besser, wenn du mir die Regeln aufzählst, mein lieber Phil. Also ich muss gefühlsmäßig immer vorher schlagen, bevor die auf meiner Höhe sind. So habe ich zumindest den Eindruck. Ja. Kommst du wieder und lässt dich hauen? Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels... Ist nicht diese Actionfigur, aber die ist auch schön. Aber ich meinte was anderes. Eine von vielen Waffen, die wir übrigens jetzt haben. Haha, eine Herkulade. Und gerade, das ist bestimmt total abwegig, aber gerade hörte sich der Sprecher, der dieses Herkulade sagt, ein wenig an wie der Synchronsprecher von Tommy Lee Jones. Aber ich glaube nicht, dass er das ist. Hermes, ein Checkpoint. Übrigens jetzt ein neues Mittel der griechischen Regierung, um die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bekommen, ist eine... Ja. Wir werden übrigens in diesem ganzen Spiel nur sehr selten. Eine Herkulade finden. Habe übrigens gerade gewechselt mit L1. L2 ist nix, R2 ist auch nix und R1 ist auch nochmal wechseln, alles klar. So, und hier müssen wir, glaube ich, etwas aufpassen. Hier gab es, glaube ich, so, wenn man hier runter geht, so ein verstecktes
versteckten Buchstaben oder so? Kann das sein? Wir kommen hier auf jeden Fall nicht mehr hoch. Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, was die ganzen... Na? Dinge heißen. Ach, das war Unsichtbarkeit. Das ist cool. Rechts oben übrigens, neben der Leiste, die gerade anzeigt, welche Energie wir aktiviert haben, sehen wir auch, wie viel Energie wir dafür noch haben. Ich weiß nicht, vielleicht füllt diese sich auch auf durch eine... Das könnte sein, aber tut sie nicht. Ja. Aber ich meine, muss man ja mal ganz ehrlich sagen... Du! Ich kann das also nicht im Springen anwenden. Ich kann es nur anwenden, wenn ich stehe. Wenn ich Herkules wäre, ganz ehrlich, ich würde meinen Drink auch einfach nennen. Also... Ja! Sag mal, wie viel von den komischen Rostvögeln flattern denn hier rum? Das gibt's ja gar nicht. So... Die haben rote Augen, sehe ich gerade. Aber auch das ist nur halb so cool wie eine... Achso, das war er. Ich wollte ihn gerade schon abschießen. Ich gucke auch immer im Hintergrund ein wenig hier schon, ob wir irgendwo hin können. Denn es gibt gerade im zweiten Level, also in der ersten richtigen Mission quasi, im ersten richtigen Bereich auch die Möglichkeit, ein wenig 3D... ethisch nach hinten zu gehen im Bild. Wasserstellen müssen wir überspringen. Wow. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Ja, wusste ich denn, dass er hier rüber springt? Ja, da brauchst du keinen Fight-Stunts da hinten aufführen. Phil. Auf jeden Fall, ich mag einfach, das mochte ich in den Filmen schon, diesen Grafikstil. Yay, die mag ich auch. Vor allem kühl gekühlt und nicht warm gekühlt. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Oh, den kann ich sogar erwischen. Kann ich auch irgendwie rennen oder so? Ja, danke schön. Kann ich irgendwie rennen? Nee, ich glaube nicht. Powerschlag. Wir müssen auf die Klitschko-Glocke achten. Und wenn die Klitschko-Glocke erklingt... Das ist auch ein bisschen so ein Zungenbrecher. Klitschko-Glocke, Klitschko-Glocke... Timer ist abgelaufen, Timer ist abgelaufen, Timer ist abgelaufen. Die erste Folge von Let's Play Disney's Hercules ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen in Form eines Kommentars, eines Likes oder eines Abos, falls ihr neu seid. Hier, weiß ich nicht. Jedenfalls, machen wir beim nächsten Mal genauso weiter wie bisher. Also glänzen wir, beziehungsweise glänze ich alleine mit nicht vorhandenem Können. Und komischen Sätzen. Tschö, tschö.